ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Kennen Sie das Wort immersiv? Keine Angst, das hat nichts mit medizinischen Eingriffen zu tun, sondern mit Vergnügen. In Kinos zum Beispiel möchte man den Gästen möglichst ein immersives Erlebnis bieten. Das heißt, sie sollen so gut wie möglich in die Filme eintauchen. Im Neumarkter Cineplex wurde dafür in den letzten Wochen ein Saal umgebaut und bald kann man sich im Kinosessel richtig mitreißen lassen. Wortwörtlich. Voraussichtlich im November 2020 soll in Deutschland der neue James-Bond-Film starten. Und gerade wenn es auf der Leinwand heiß hergeht, wird sich so mancher Filmfan wieder wünschen, einmal in der Haut des britischen Agenten stecken zu dürfen. Im Neumarkter Cineplex gibt es dann eine neue Möglichkeit, so sehr wie noch nie in einen Film einzutauchen. In den letzten Wochen wurde ein Kinosaal im Neuen Markt mit der sogenannten 4DX-Technik ausgestattet. Dies ist erst das zweite Kino in Bayern, das die dafür nötigen Kinosessel erhält. Wir haben in Bayreuth letztes Jahr ungefähr um die Zeit als allererstes Kino in Deutschland die 4DX-Technik eingebaut, sodass wir jetzt in Bayern das zweite und das dritte Kino zusammen mit Amberg noch umrüsten für diese 4DX-Technik. Und es gibt außer den drei Kinos deutschlandweit nur noch ein weiteres Kino in Hessen. In dem umgebauten Saal hängen Geräte für Spezialeffekte an den Wänden. Die Hightech-Kinosessel sind unterhalb der Tribüne mit Kilometern von Kabeln verbunden. Da die Techniker noch etwas brauchen, demonstriert unser Mitarbeiter Lennart mal leicht überzogen, welche Spezialeffekte auf die Besucher zukommen. Unter anderem bewegt sich der Kinositz mit ihnen vor, zurück, nach rechts und links. Er lässt sie vibrieren. Außerdem weht hin und wieder Wind im Saal. Es kann aber auch plötzlich schneien oder Seifenblasen regnen. Und manchmal riechen sie sogar passende Düfte. Das 4DX-System kommt aus Südkorea. In Zusammenarbeit mit den Hollywood-Studios werden dort die Effektspuren für die Filme programmiert. Das heißt, die Filmproduzenten entscheiden mit, welche Gerüche, Effekte oder Bewegungen eingesetzt werden. Erleben kann man die Streifen dann mit oder ohne 3D-Brille. Es wird beide Varianten geben. Also es wird die Filme, die es in 3D gibt, gibt es dann auch in 3D, 4DX. Das heißt, ich habe die 3D-Brille plus die Umwelteffekte. Es gibt aber auch Filme wie jetzt eben zum Beispiel dann James Bond, wenn er startet. Da gibt es schlichtweg keine 3D-Version. Allerdings gibt es eben die 4DX-Version. Das heißt, da sitze ich dann ohne Brille, habe eine 2D-Projektion, aber eben die Umwelteffekte zusätzlich mit dazu. Durch die Corona-Pandemie wurde die Installation des Systems erschwert. Der zuständige Techniker durfte nicht aus Korea anreisen und musste über das Internet beraten. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Wir kennen das System so detailliert noch nicht. Die haben auch noch keine Ferninstallation gemacht. Also da sind wir jetzt das erste Kino, die das so machen. Zwei Wochen nach dem Einbau der ersten Sitze ist das Kino fast fertig. Die Technik wird getestet und feinjustiert. Okay, dann Regen auf der rechten Seite. Wenn die Effekte und Sitzbewegungen nicht optimal auf den Film abgestimmt sind, kann nicht nur die Wirkung flöten gehen, sondern im schlimmsten Fall auch die letzte Mahlzeit. Also wir haben das System in Bayreuth jetzt seit einem Jahr in Betrieb, auch mit sehr gutem Zuspruch der Besucher. Und mir ist nur eine einzige Vorstellung bekannt, bei der es jemandem übel geworden wäre. Wenn das passiert, hat man natürlich die Möglichkeit, man kann jederzeit von den Stühlen aufstehen. Also es ist nicht so, dass die sich so dermaßen in einem rasanten Tempo bewegen, dass man nicht mehr hochkommt. Früher sorgten emotionale Filme dafür, dass die Zuschauer gerührt waren. Heute fühlen sie sich auch dank 4DX eher wie ein Martini von James Bond. Geschüttelt, nicht gerührt. Eingeweiht werden soll der neue Kinosaal dann am Freitag nächster Woche und für die Premiere verlosen wir jetzt Freikarten. Wenn Sie diese haben möchten, schreiben Sie uns schnell eine E-Mail an info@neumarkt-tv.de, Stichwort immersives Kino. Einsendeschluss ist der Dienstag nächster Woche, 12 Uhr. Viel Glück. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach stellen wir Ihnen einen jungen Parsberger vor, der einen ungewöhnlichen Berufsweg eingeschlagen hat. Mehr dazu gleich. Glas ist mehr als eine einfache Scheibe. Es sorgt für modernes Ambiente im Bad. Es sichert und verbindet Stockwerke. Es schützt stilvoll vor schlechtem Wetter.
Mehr Ideen und kompetente Umsetzungen bietet Glasgötz in Neumarkt. Besuchen Sie unsere Ausstellung in der Alois-Senefelder Straße 35. Ihr seid die Mamas und Papas, die Familien mit viel Chaos und noch mehr Herz. Und wir sind die Banken, die euch mit viel Erfahrung und Nähe in Finanzfragen den Rücken frei halten. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice, kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Willkommen zurück. Den ganzen Tag im Büro sitzen und auf einem Bildschirm starren, das wäre nichts für Peter Betz aus Parsberg. Er mag wollige Vierbeiner lieber als Computermäuse. Und deswegen hat er nach dem Abitur einen ungewöhnlichen Berufsweg eingeschlagen. Dieser führte ihn nicht etwa ins Handwerk, in die Wirtschaft oder an die Universität, sondern auf die Weide. Auf dem Hof der Familie Betz in Bogenmühle bei Parsberg wird man vom Muhen der Kühe begrüßt. Hier wuchs Peter Betz als ältestes von 5 Kindern auf. Und schon früh war ihm klar, ich will Schäfer werden. Und ich habe seit dass ich 8 Jahre alt bin, habe ich Schafe und Ziegen. Ich habe jetzt mittlerweile einen Bestand von 80 Schafe und von 10 Ziegen sowas. Gerade hat er seine Gesellenprüfung absolviert. 2 Jahre lernte er dafür möglichst alles, was ein guter Hirte können muss. Guter Schäfer sollte ein Gefühl für sein Viech haben. Geht es dem gut? Was braucht es? Was kann ich machen, dass es ihm besser geht? Was sagt mir das Viech? Das muss man haben, das hat man irgendwo. Entweder man hat es oder man hat es nicht, das kann man auch schwer lernen. Wir versuchen es trotzdem mit einem Schnellkurs Schäfisch. So spricht man mit den Schafe. Also. Dann kommen wir es wieder. Und der Hund versteht das meistens auch. Weil der läuft jetzt da an seinem Rand, an seiner Furche. Und passt auf, dass keins drüber geht. Die muss schauen, dass er da drin bleibt und keinen Scheiß macht. Weil das ist jetzt ein junger Hund. Der möchte immer her, möchte die Schafe ehren. Und gibt er dann freche Schafe, die gehen hin zu dem Hund und schauen den an. Dass Peter als Abiturient auf der Weide steht, ist gar nicht so ungewöhnlich. Die meisten Schäfer seiner Altersgruppe haben die Hochschulreife und es zog sie dennoch in die Natur. Ich will nicht irgendwo in ein Büro rein oder in ein Haus rein. Ich will draußen was machen. Jede andere Tierhaltung, Rinder, Schweine, sonst was, bist halt im Stall drin, bei den Tieren. Fährst da Futter rein, fährst den Mist wieder raus und da bist du halt einfach heraußen. Und wenn wir jetzt Hütten dort, dann ist man den ganzen Tag bei denen Schafe dabei. Dann sieht man richtig, wie geht's denen, was brauchen die, was wollen die. Und dann lernt man auch, dass man das Viech versteht. Und noch einen Vorteil hat die Schäferei in diesem Jahr. Da man meist alleine in der Natur ist, ist Social Distancing bei diesem Beruf schon mit eingebaut. Macht das Schäfer zu Eigenbrötlern? Jetzt ich da stehe und halte meine Schafe und dann kommt ein Fremder vorbei. Und vor allem die Fremden kommen und die fragen immer die gleichen Fragen. Wie viele Schafe sind das? Wo kommen sie her? Machen sie das zum Hobby? Wie verdient man da Geld? Und ja. Und du stehst den Tag draußen und da kommen 15, 20 Leute und jeder. Wie viele sind das? Wie viele sind das? Und für den Außenstehenden wirkst du dann ungefähr, ja, der will nichts mit mir zum Tag haben, weil kommt schon wieder einer und fragt schon wieder das Gleiche. Aber die Schäfer untereinander sind eigentlich schon relativ gesellig. Und einsam wird es auf der Weide sowieso nicht. Es ist eher entspannend, wenn ich meine Ruhe habe. Wenn immer Touristen und sonst was vorbeikommt, da irgendwo ist das immer nervig. Und da ist man halt allein und hat man seinen Ruhe. Gehst du raus an den Rand? Gehst du raus? Wenn man nur mit seinem Viech und seine Schafe, das ist das Schönste, was es gibt. Da kann man nur hoffen, dass dann die Kühe nicht eifersüchtig werden. Die alles entscheidende Frage, die einigen Stammzuschauern bereits seit Beginn dieser Sendung unter den Nägeln brennen dürfte, ist natürlich, wer bekommt dieses Mal den Blumenstrauß der Woche? Jetzt gibt's die Antwort darauf. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva Straße 6 in Neumarkt.
Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Grammel hat sich bei uns gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß und warum? Der Blumenstrauß geht an die Frau Gerda Holland. Das ist hier so der gute Geist im Haus. Die ist so hilfsbereit, so umsichtig und kümmert sich. Und ja, ich finde, sie hat den Blumenstrauß wirklich verdient. Jawohl, dann legen wir los. Alles klar. Hallo Frau Holland, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Ja, war's denn? Sie dürfen ihn jetzt schon mal nehmen. Na, ich habe doch gar nichts gemacht. Da habe ich aber ganz viel anderes gehört. Das gibt's nicht. Dass Sie sehr, sehr engagiert sind für alle hier im Haus. Ja, Sie sind ja quasi so eine kleine Paketannahmestation. Ja, sehe ich das richtig? Ja. Meine Herren, alle berufstätig. Ich war selber, ich bin selber im Beruf gewesen. Und da ist man froh, wenn man abends heimkommt und braucht nicht nochmal irgendwo hinfahren. Nachher ist schon zu oder irgendwas. Und dann mache ich es halt. Da liegt wieder ein Packel. Und dann habe ich auch gehört, wenn Hausmeisterarbeiten sind und sowas. Handwerklich, ich mache es ja selber gern, aber alles kann ich halt nicht mehr machen. Mit meinen Wacherle und dann tue ich mir halt doch schwer. Ne? Aber es reicht, wenn ich da bin und hab für alle und gebe Auskunft, wenn was ist oder lege irgendwas aus. Ich mache das, für mich ist das Selbstverständlichkeit. Und genau deswegen haben Sie den Blumenstrauß verdient. Ach. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einmal eine kleine Freude machen. Ach doch, ganz viel Freude habt ihr. Ich sehe das immer im Fernsehen. Freitag. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Kulturgenuss schaut in Corona-Zeiten anders aus als bisher. Konzerte in ausverkauften Sälen gibt es momentan nicht. Gute Stimmung im Freien allerdings schon. Und für eben diese gute Stimmung sorgte am vergangenen Wochenende hoch über den Dächern von Neumarkt die Band La Brass Banda. Im Open-Air-Bereich vom Gasthof Sammüller präsentierte sie unter anderem Songs von ihrem neuen Album. Schau meine Welt herum. Und wie man sieht, zeigten sich die Zuschauer bei diesem mitreißenden Konzert zumindest emotional nicht distanziert. Ob in den kommenden Tagen das Wetter für solche Events im Freien taugt, das verraten wir Ihnen jetzt. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Eigentlich haben wir die Jahreszeit, in der zahlreiche Volksfeste und Kirchweih stattfinden würden. Vielerorts dürfen aber aktuell nur die Temperaturen Achterbahn fahren. Nach einem regnerisch kühlen Wochenstart rattern sie nun wieder bergauf und erreichen dabei am Samstag Werte um 29 Grad. Dazu strahlt die Sonne. Am Sonntag wird es noch etwas wärmer. Wir knacken die 30-Grad-Marke. Und auch am Montag bleibt es heiß. Die gute Nachricht für alle, die eben das nicht so mögen, zumindest nachts werden erträglichere Temperaturen erreicht. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war's für heute. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle etwas ganz Besonderes für Sie. Was, das verraten wir gleich. Ihnen eine schöne Zeit und danke fürs Zuschauen. 2020 ist vieles anders und manches neu. Aber meine neueste Kreation habt ihr noch gar nicht gesehen. Vom Produzenten von diesem Trailer. Vom Regisseur von meinem Hochzeitsvideo. Willst du jetzt ernsthaftes Diskutieren anfangen? Und von jemandem, der den 7. Teil von Star Wars okay fand. Kommt jetzt. Wollt ihr das wirklich wissen? Ja! Liebling, ich habe das Volksfest geschrumpft. Sie haben ja gesagt, man kann dieses Jahr nur im Kleinen feiern. Am 12. August bei Neumarkt TV.